So, hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Wir waren hier stehen geblieben und jetzt können wir auch sehen, was sich ja hinter der Tür verbirgt. Tür verbirgt, ja, was auch sonst. The light, Hauen the wir noch mal promise of Feuer hinterher. safety. Oh, Spinnen. Was auch sonst. Another abomination cleansed from our lands. Ja, das sind wirklich Abscheulichkeiten, diese Viecher. Ja, ihn muss ich leider jetzt immer wieder verwandeln, auch wenn das ein bisschen den Stress erhöht, aber er ist unser einziger Frontliner und läuft ja. Dafür, dass wir jetzt schon einen verloren haben. Immerhin funktionierte der Kampf ganz gut. Oh, nice! Abenteuer fortsetzen. Ein wunderschöner Brunnen, der offenbar von umliegendem Chaos verschont wurde. Testen wir mal. Zeigt keine Wirkung. Ah! Ah, okay. Ja, Stress reduziert. Ich würde auch sagen, wir verschwinden direkt hier von hier, weil ich nicht noch jemanden verlieren will durch, keine Ahnung, einen Schlurfer. Und oh ja, das gefällt mir. Das ist eigentlich ein positiver Aspekt. Ja, ist doch nicht negativ. Sich die ganze Zeit betrinken zu wollen, ist doch nur menschlich. Zumindest wenn man in so einem Dorf lebt. So. Gucken wir mal nach neuen Helden. Holen wir die mal wieder rein. Die ist ja irgendwann mal auch gestorben, oder? Mein Wohl. Ja. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of Oder kann ich. war. Oh, ich kann mittlerweile. Erhöht die Anzahl verfügbarer Helden auf 4, erhöht die Heldenliste auf 17. More Machen wir arrive, das mal. foolishly seeking fortune and glory Dann holen wir uns in nochmal this den. domain Ah, ein of the Flaggeland. Wir gucken damned. nochmal, was es sonst irgendwann noch die Tage gibt. So, stimmt. Ich wollte gucken, wo kann er sich denn? Er kann sich auch nur betrinken. So wie. Er hier. Ja, Furcht vor Menschen. Okay. Ja, ansonsten gibt es jetzt nichts weiter zu tun. Wir müssen wieder Geld anhäufen. Den Wald haben wir jetzt auch auf 1 gebracht. Jetzt nur noch den Hof. Und ja, ich hoffe dann mal, dass wir recht gute Level 2er haben. Derzeit haben wir nur 2, ja. Gucken wir mal. Wir nehmen wieder Reynold mit. Den lassen wir diesmal zu Hause. Nehmen noch Dismas mit. Halt, die schon recht weit gelevelt sind, deswegen. Wen nehmen wir denn noch mit? Wir könnten ihn noch mitnehmen. Der Pestdoktor, der ist schon auf 2. Hat aber Stress. Dann machen wir jetzt so. Gehen noch mal hier zurück. Beruhig dich mal. Wer ist denn noch hoch? Der Rest geht eigentlich. So. Und dann in den Hof. Aktiviere 3 Berstener Stock. Nur Narr. Okay. Diese Quest ist gefährlich und. Ach, es stimmt. Wir haben jetzt
Stufe 1, Stufe 1. Stufe 0. Und Stufe 1. Ja, ansonsten, oder wir machen das nochmal. Bisschen leveln. Looten und leveln. Und dann machen wir noch einmal, dass wir all diese Leute hier nochmal ein bisschen Stress abbauen. Und dann knüpfen wir uns den Boss vor. Würde ich mal sagen. Oder ab welchem Level ist der? Level 1. Das ändert auch immer. Das ist übrigens ein sehr scheiß Objekt. Minus 20% Max LP. Gut, der macht zwar mehr Schaden gegen Scheusale und Widerstand gegen Bluten, aber finde ich jetzt nicht so toll. Nehmen wir mal wieder 12 mit. Hier wieder 8. Wir müssen erkunden oder töten. Ich glaube nur erkunden. Oder was heißt nur? Dann nehmen wir nochmal mehr Essen und nochmal 2 Fackeln mit. 1, 2, 1, 2. Und go, go. Ja, man könnte auch nochmal ein bisschen mehr mit Verbänden und mit Gift arbeiten, aber ich finde, das ist am Anfang irgendwie so rausgeschmissenes Geld. Außer gegen so Bosskämpfe oder so. Weil, ja, man sieht ja, man braucht nur irgendwie ein, zwei Kämpfe verlieren und, oder dass man sich halt zurückziehen muss und dann hat man halt übelste Geldeinbuße. Ja, ist okay. Ist okay, dass du das geklaut hast. Packs laden with loot are often low on supplies. Ja, ne? Man nennt mich auch the light, the Profi. Of safety. The promise of safety. Yo, einfach 100 Stress. Mortality clarified in a single strike. Will die jetzt schon reinhauen? Geht kaputt. Jo, will die nur auf ihn gehen? Voll unhöflich. Können mal netter sein, ey. So. Die Mucke rastet auch einfach wieder komplett aus. Machen wir den Regen. Oder machen wir nicht? Aha. So. Sehr gut. Sei der Kran. Oder betäubt. Perfekt. Dann nochmal den Regen. Betäubung. Da kommt der Hieb aus dem Jenseits. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Unforgiving. Mach den mal weg. Danke. Maintain the offensive. Ja, okay. Raste komplett aus. Exekutiert den bitte. Oh, und sogar ein Item. Und eine unverschlossene Truhe. Ich frag mich, ob man da auch nochmal was Spezielles drauf einsetzen kann. Keine Ahnung, irgendwie Weihwasser oder so. Und den Raum werden wir nicht mitnehmen, sondern werden den Weg gehen. Weiter geht's. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Den komischen Kelchwerfer, den mag ich einfach nicht. Und dass die die ganze Zeit nur auf ihn gehen. Richtig arme Sau. Ja, kann er auch. Und sich danach erstmal schön selbst geißeln wieder.
Okay. Aha. Mach den mal weg. Nicht so. Treffen ist schon angesagt. Dann betäuben wir ihn nochmal. Oder auch nicht. Ah, der Durchschuss ist einfach toll. Der wiederum nicht, aber er blutet. Immerhin. Und tschüss. Destroy them all. This expedition at least promises success. Success. Bin auch gespannt, ob wir überhaupt den Boss schaffen. Warte, der müsste doch darauf stehen. Die geschlossen an einer Wand lehnt. Okay. The way is lit. The path is clear. Naja, aber ich bin auch gespannt, ob wir es gegen den Boss auch schaffen können. Also, ich bin bei solchen Spielen immer auch vorsichtig, weil ja, da teilweise dann schon die Bosse dezent eklig sind, sein können auch. Also, so von wegen, ja, die sind für das und das Level, aber dann hauen die auch richtig rein. Aha. Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Wer die SpongeBob-Anspielung verstanden hat. Herzlichen Glückwunsch. So. Der hat voll den krassen Heal. Aber oh gut, er schwächt sich auch. Aber dafür kann er ja auch nicht treffen. Aber er wohl. Schon zum zweiten Mal. Weil die Schwächung ist schon eher eklig. Eckelig. So. Die beiden sind tot. Aber manchmal kann die schon Damage raushauen. Aha. So. Das sieht doch schon mal. Also, ne? Die sterben jetzt. Eins. Machen wir das nochmal. Und tschüss. Okay. Jo, der hat einfach schon richtig viel. Okay. Hier wäre sogar gar kein Kampf. Ja, hier. Aber diese hungrigen Leute. Schrecklich. Könnt ihr nicht mal ohne Essen auskommen? So. Aha. Entschärft. Bücher. Oh. Wenn schon, dann richtig. Literarische Werke. Ich sehe keinen von uns, der sagen... Oh, vielleicht der Kreuzfahrer. Ziemlich langweilig. Nun ja. Hätte ich selbst nicht besser sagen können. So, jetzt gehen wir wieder in unbekannte Gefilde. Ich muss einfach wissen, was da drin ist. Ich gehe mal von einer Fackel aus. Glittering gold.
Trinkets and baubles. Hm. Paid for in blood. Hm, was haben wir denn hier? Ich glaube, eine Fackel. In Radiance, may we oh, was haben wir denn hier? Das sind keine Fackeln. Aber sie sind überrascht. Überraschte Fackeln. So, so gut debuffen, wie es nur irgendwie geht. Na, schade, der hat sich widersetzt. Mann. Lief nicht so gut wie bei dem ersten. Aber er trifft trotzdem nichts. Der andere war wahrscheinlich sein Bruder. Bruder trefft nichts und kann nichts. Muss eine tolle Familie gewesen sein. Das ist offensichtlich auch. Das ist offensichtlich trifft nichts. Der andere war kann nichts. Drei und drei oder heilen. Heilen. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Bestrafung. Oh ja, bestraf mich. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob er das von dem da will. Und wenn, dann will ich da nicht bei sein. Und auch eigentlich nichts darüber wissen. Aber ich finde das cool, dass einfach so ein Leichenhaufen am Verbluten ist. Nur mal so nebenbei. Schade, ich wollte ihn zum Bluten bringen. So. Ich blute. Ach, Sherlock. Du haust sie auch immer selbst auf den Rücken. Monsters size has no intrinsic merit, unless alle sind einfach am Bluten. Warte mal. Wer denn am längsten? Eine Runde, zwei Runden. Überrascht. Das überrascht mich jetzt, aber. Ach ja, bluten können die nicht. Da ist er dann natürlich eher nutzlos. Ich nehme alles zurück. Tut mir leid. Komm runter. Nicht sauer werden, dass ich dich nutzlos genannt habe. Ich wollte es doch nicht. Another one falls. Die Combo gefällt mir. Irgendwie. Hat was. Ja, der kann ganz gut heilen. Sie kann eine Heilung erhöhen. Er kann betäuben. Und er macht auch Schaden. Vor allem dieser Durchschuss ist einfach so geil. Zack. Sind Schaden, nicht schlecht, nicht schlecht. 14 Schaden, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt läuft das aber. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. They can be beat. Oh. Vielleicht kannst du ja lesen. Boah. Noch nicht mal nun ja. War wohl extrem langweilig. Ja, okay. Ah. Er klaut wieder. Aha. Nix zum Klauen. Ins Dorf zurückkehren. The great ruins belong to us.
find whatever secrets they hold. So, er ist jetzt auch Level 2 geworden, er leider noch nicht. So, dann gucken wir noch mal eben kurz, wo wir die Leute zum Stress abbauen lassen können und dann Bauplan erhalten. Das Dorf wächst und die Nachricht deiner Anwesenheit ermutigt Handwerker zur Rückkehr. Du kannst nun ganz neue Gebäude errichten. Sie sind teuer, aber gewähren dir einzigartige Boni, die dir bei deinem Unterfangen das Anwesen zu säubern behilflich sein können. Die meisten Ortsteilgebäude erfordern zum Bauen Baupläne und Erbstücke. Getötete Bosse lassen Baupläne zurück. Color of Madness. Ortsteile erforschen Splitter, die du auf dem Bauernhof erhalten kannst. Die Mühle ist dahingehend einzigartig, dass für die Erinnerungen erforderlich sind. Erinnerungen gibt es hauptsächlich in der Quest Die endlose Ernte, indem du dort Schläfer tötest. Hinweis, um Zugriff auf alle Ortsteilgebäude zu erhalten, musst du den Crimson Curd und den The Color of Madness kaufen. Ja, ja. Ui. Ah, der rote Haken. Ah, ne. Ich habe allgemein einen so einen Bauplan. Ist aber alles teuer. Ja, gucken wir einfach mal. Nochmal eine Kutsche. Wir haben doch einen Hundemeister verloren, oder? Willkommen in der. So. Dismas. Viel Spaß. Ja. Reynold könnte noch ein Level abkriegen. Mit etwas Glück. Ja, und dann würde ich sagen, war's das hier auch schon wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Das Dunkelste Stunde Anwesen. Bis dahin, bye bye.